Ich könnte mir einen Hut machen. Wenn ich einen Hut hätte, hätte ich auch einen Hut auf, ne? Ich könnte mir auch Haare aufsetzen. Ich kann mir Haare basteln. Und mir einen trottligen Hut basteln. Trotteliger Hut wird gemacht aus. Nice, hab ich. Ich mach mir einen Hut. Zellulosefasern, die werden wir später noch brauchen für bestimmte Sachen. Im Moment. Was macht der Gürtel? Gar nichts. Laufschuhe. Schnellere Schuhe? Ja, aber natürlich was Nices. Kniestiefel sind Stiefel, die ungefähr bis zu den Knien gehen. An den Waden- und Fußgelenken sind sie enger als an den Knien. Halbschuhe. Einfache, gewöhnliche, unscheinbare, konventionelle, alltagstaugliche, fast langweilige 0815 Standard-Halbschuhe. Gartenschuhe. Nix. So, das Standardzeug. Ja, okay. Ach so, was wir jetzt hier noch nicht geklärt haben. Der haut das auch in die Holzbautruhe. Das ist gut. Das ist gut. Hat der Zugriff auf die Holzbautruhe? Soll, hat er nicht. Sollte er aber haben, dann kann er da nämlich auch drauf zugreifen. Dann könnte ich dem nämlich sagen, einfach aus Langeweile, ich könnte diese Mauerarbeiten schon mal lernen. Andersrum weiß ich aber gar nicht. Bringt mir im Moment eigentlich überhaupt nichts, muss ich gestehen. Nee, will ich nicht, brauche ich nicht. Ich brauche das hier, aber dafür muss ich halt das Schmelzen lernen und fürs Schmelzen brauche ich verdammt erst nochmal dieses Eisenerz. Ich muss irgendwo im Berge Eisenerz finden. Das hilft nichts. Also kann ich aus diesen Leinen, die ich hier gerade produziere, ich auch andere Sachen machen. Laufschuhe zum Beispiel für schnelleres Laufen oder einen kleinen Teppich. Gut, lassen wir erstmal. Der soll jetzt erstmal ein bisschen vor sich hin denken. Ja, und wir haben jetzt den Salat. Ich würde so gerne Eisenerz finden. Ich sag's ganz ehrlich. Aber hier haben wir jetzt mittlerweile auch schon das Problem. Hier haben wir jetzt schon alles kurz und klein gehockt, sage ich mal. Also auch bald nicht mehr wohin damit. Die Frage ist natürlich, ich könnte hier jetzt gleich schon das nächste Lager wieder in Auftrag geben, wo wir dann auch hier wieder Stein oder was auch immer lagern können, damit wir nicht jedes Mal das Zeug bis ganz nach draußen tragen müssen. Der Weg wird ja auch mit jedem Mal weiter. Und wir werden ja nur auch nicht jünger, nicht wahr? Nur würde ich das dann irgendwie anders machen wollen. Hallo, Ziege. Wusste doch, da war was. Das Inventar ist schon wieder gerammelte voll. Ich muss gerade mal gneißen. Aber mal so richtig Gneis. Ach du Scheiße. Mal eben so zum Thema Gneis. Ach du Scheiß. Wir haben von gewissen Sachen konsequent zu viel und von gewissen anderen Sachen, die wir gerne hätten, konsequent zu wenig. Das ist alles äußerst ausgewogen und taktisch gut und klug gemacht. Oh, Taschen sind voll. Ich wüsste so gern, wo Eisen ist, jetzt mal ohne Mist. Also kann ich wieder ein bisschen neu kneisen. So. Viel weiter werden wir heute aber auch nicht mehr kommen.
Ich sag's, wie sie's. Obsa. Obwohl, im Moment habe ich echt Laune. Aber ich habe mir jetzt wieder so ein bisschen Vorrat auch zugelegt, dass ich einigermaßen Toleranz habe. Also folgentechnisch. Jetzt nicht kneistechnisch. Gut, das auch zugegeben, aber das war jetzt nicht das, was ich meinte. So, hier geht das schön hinter. Jetzt können wir natürlich, wenn wir hier den Weg haben, müssten wir hier eigentlich mal freischalten. Freischalten. Genau. Kneißerrungenschaft. Freigeschaltet. Dann werde ich jetzt da unten entsprechend so aushöhlen. Hoppla. Das. Upsa. Ich da auch wieder ein Lager reinkriege. Und dann kann ich wieder weiter Stein hacken und das halt einfach dann wieder in das andere Lager reinschmeißen. Und muss mir jetzt gerade mal gucken, wie ich das hier halt mache. Deswegen habe ich jetzt hier gerade mal noch frei geschlagen. Deswegen würde ich eigentlich hier auch gerne nochmal freischlagen. Geh weg. So, dann könnten wir hier runtergehen. Jetzt sind wir wieder bei 19. Hier fehlt auch wieder irgendwo einer. Einer von euch ist keiner von euch. Einer ist wieder schüchtern. Einer von euch ist keiner von euch. Einer von euch hat mich schwer enttäuscht. Einer von euch ist ein Aschegelösche. Einer von euch und zwar noch und nöcher. Hüp. Blub. Soll ich hier drüben lang gehen? Zack. So, und dann hätten wir hier. So. Bisschen drei, glaube ich, erst. Das wäre der vierte. Voll. Jeppala, juppaidi, juppaida. Juppaidi wieder und mal wieder ein Stoff fertig. Das ist immer noch faszinierend. Es gibt ja hier so ein paar Skills, die einfach partout nicht nach oben gehen wollen. Die sich die ganze Zeit schwer tun. Also das Lagerfeuer, also viele andere. Ja, die Holzverarbeitung tut sich schwer und das Lagerfeuer tut sich auch schwer. Eigentlich habe ich da jetzt mal wieder ein paar Sachen in Auftrag gegeben, aber trotzdem tut sich da nichts. Ist aber auch gut möglich, dass das Holz, das ich nachgelegt habe, auch schon wieder ausgebrannt ist. Und ja, jede Menge andere Skills, die ich hier so durchhaue, laufen an sich ganz gut. Da komme ich jetzt auch mal komplett mit zu Salz. So, das ist mir jetzt mal wichtiger als das Mörtelfeuer. Das kann mir gerade mal egal sein. Dass halt hier mal auch mein Essen endlich mal fertig wird und dass dann da auch vielleicht der Skill irgendwann mal wieder was tut. Das wäre ja schon schön. So, 1, 2, 3, 4. Genau, bei der Höhe von 1, 2, 3. Wenn wir die rausgehauen haben, auch 4.
Ah, ich bin wieder voll. Okay. Ach so, ach so. Da haben wir noch mehr Kupfer raus. Ich will aber eigentlich schon mal Eisen haben. Eisen wäre mal wichtig vor der Skill, weil ich würde wirklich gerne dieses. Ja gut, ich muss dann halt auch erst noch mal das Schmelzen machen. Ein Schmelzbach. Und dann. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, dann auch, jetzt nachdem ich beschlossen habe, auf den Dünger da doch zu verzichten, zu sagen, ja, komm. Hoffen wir mal darauf, dass das Zeug auch so seinen natürlichen Wachstum nimmt. Dass man da vielleicht auch einfach per Skill so ein bisschen was mit erreichen kann. Und, ja. Lass das mit dem Dünger erstmal weg. Das können wir uns dann für später überlegen. Also als kleine zusätzliche Feinheit. Das heißt, das nächste, was ich dann wirklich. Warum renne ich eigentlich die ganze Zeit hier dran vorbei? Das ist so völlig unnötig. Was ich skillen möchte, ist eigentlich dann wirklich das Schmelzen. Und ja. So. 103er sein, das ist verloren gegangen. Naja, gut. Ich lasse das jetzt aber erstmal so. 1, 2, 3, 4. Mal 4 oder. Ja, zumindest. Einmal außenrum. Eins, so, drei, vier, genau. Jetzt haben wir alles frei. Irgendwie habe ich doch den Ehrgeiz, das jetzt hier noch durchzuziehen. Weil ich dann noch mal gucken muss. So ein Lager. Kostet wahrscheinlich auch wieder jede Menge Holz. Also sagen wir mal, es kostet Holz. Warum das nächste Bauprojekt da unten voranzubringen? Hier ist halt leider das Problem. Aber hier ist es nämlich schon wieder fast voll. Der ist schon fertig. Ein Lager braucht 10 Holz. Ich muss jetzt auch irgendwo einen Baum fällen. Ich würde mal gerne noch keinen aus der Nähe nehmen und würde die gerne mal alle noch ein bisschen weiter wachsen lassen. Muss ich halt ein bisschen laufen, ne? Hilft nichts, Kaninchen. Das hier ist zum Beispiel ein potenzieller Kollege. So. Der Holzhack-Skill ist auch immer noch nicht auf 7 voll. Er ist nah dran, aber. Er will halt immer noch nicht. Ich bin halt auch echt ein bisschen zurückhaltend mit der Holzhackerei. So. Der hat sich jetzt elegant einmal bis nach da unten abgerollt. Und hat dabei auch hier dieses Bäumchen geköpft. Schade. Damit ist unser Holzhack-Skill jetzt auch bald fertig. So. 20, da gehen wir jetzt nicht allzu viel raus. Eppe. Fängt er auch schon an. Ui.
So, aber das ist eindeutig mal wieder so ein richtig ordentlicher Diggerbaum hier. Ein bisschen was bei rumkommt. Nett, nett von diesem Baum. So nett zu sein.